So, liebe Gäste, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu diesem freudigen Ereignis hier, unseren ersten Spatenstich für unser größtes Projekt seit langem in Grimmen mit dem Umbau unseres Tierparks, was uns sehr freut, dass wir nach so einem langen Wegen so weit vorwärts gekommen sind und dort den ersten Spatenstich durchzuführen. Dank unseres Stadtpräsidenten Harry Glawe haben wir einen Fördermittelbescheid bekommen in Höhe von ca. 9 Millionen Euro. Bei 90%iger Förderung bedeutet, dass wir uns 1 Million Eigenmittel, das heißt 10 Millionen sind insgesamt geplant. Wir werden das natürlich über mehrere Jahre strecken müssen, um die Eigenmittel auch aufzubringen. Aber es ist eine Notwendigkeit für unseren Tierpark, denn er ist in die Jahre gekommen, die Vogelgehege müssen erneuert werden und so weiter und so fort. EU-konform ist das nicht mehr. Wir hätten sowieso viel, viel Geld reinstecken müssen. Und das ist natürlich für uns von großem Vorteil, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Dazu nochmal einen herzlichen Dank, Harry, dass du uns dieses Geld besorgt hast. Das muss man so sagen. Das ist eine große Leistung. Ja, und ansonsten möchte ich mich auch bedanken bei den Planern, bei Frau Hübner natürlich. Es waren sehr, sehr viele Gespräche, sehr viele Planungen, was, wie, welche Konzepte und so weiter und so fort. Auch bei dem Tierpark selbst, bei den Mitarbeitern, die uns hier kräftig zur Seite gestanden haben mit Rat und Tat und wir wirklich ein gutes Konzept entwickeln konnten und den ersten Teil, den Wirtschaftshof, im Prinzip jetzt fertig geplant haben und dort sollen die Arbeiten dann auch beginnen. Das wird der erste Abschnitt sein, auch der wichtigste, wie die ganzen Abläufe hier werden, wie die Versorgung für die Tiere gewährleistet wird. Das ist, glaube ich, das A und O und dann wird es Stück für Stück weitergebaut werden. Wir haben diese 10 Millionen, vielmehr noch nicht. Wir werden vielleicht nicht alles so umsetzen können, wie es in der ersten Planung war. Das werden wir sehen durch die Baukostensteigerung, wo wir da landen. Aber diese 10 Millionen werden wir hier umsetzen. Und das freut uns sehr und macht uns stolz für unsere kleine Stadt, so einen Heimattierpark zu haben. Denn dieser Heimattierpark ist hier in Grimmen wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen unseren Leuten, unseren Bürgern, aber auch unserem Umfeld was bieten, wo sie sich erholen können, den Kindern was zeigen, auch die Nähe zu den Tieren beibringen und den Kontakt herstellen. Ich glaube, das ist wichtig und muss so sein. Wir freuen uns, dass wir das ausführen können und nochmal ausdrücklich gesagt, wir werden dieses Projekt umsetzen. So, vielen lieben Dank, dass Sie alle da sind. Ich würde jetzt an den Stadtpräsidenten übergeben wollen. Dankeschön. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, Grimmen und der Tierpark, Heimattierpark. Dieser Heimattierpark hat eigentlich das Zeug zu einem Zoo. Und entscheidend ist, dass in den letzten Jahren es gelungen ist, durch gute Planung, durch gute Connection, einerseits ein Konzept zu entwickeln, dass dieser Heimattierpark komplett nach neuesten Normen errichtet wird. Da will ich mich bei den Planern bedanken, aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern und bei den Mitarbeitern des Tierparks, die immer wieder besondere Hinweise gegeben haben, welche Tierarten und wie Haltungsmöglichkeiten etc. aussehen sollen. Von daher vielen, vielen Dank auch. Wir hatten eine Kommission eingesetzt, die die Dinge begleitet hat und ich will mich auch beim Tierpark Förderverein bedanken, die natürlich, und ich kann mich gut erinnern, dass ich vor, glaube ich, 5 Jahren hier etwa mit Herrn Wohlfahrt, der glaube ich heute auch hier ist, mal gesprochen habe. Ach, da ist er. Und er hat halt nicht geglaubt, dass wir das hinkriegen. Aber Herr Wohlfahrt, Sie sehen, wenn man dranbleibt und wenn man ein Konzept hat und wenn man nachsetzt und ihr euch auch daran beteiligt, dann wird das was. Also der Startschuss soll heute fallen. Wir haben ja vor, das Wirtschafts- und Sozialgebäude zuerst in Angriff zu nehmen. Dafür werden rund 3,2 Millionen Euro bereitgestellt. Und dann soll es ja noch eine Ausstellungshalle geben für den, ja, für Kaninchen, aber auch für Vögelausstellungen, also für alle Ausstellungen, die man hier sozusagen hat, vom Huhn bis zur Taube. Und darauf wartet ja auch der Verein seit Jahren. Und Leon Fuster ist ja einer derjenigen, die darauf schon monatelang immer hinweist, wird das nun was, wird das nun was? Ich kann ja sagen, es wird was. So, und es werden da rund 380.000 Euro für die Halle bereitgestellt werden und dann habt ihr eine neue Heimat und könnt sozusagen auch landesweit damit werben,
dass jetzt die Standortbedingungen so toll sind, dass sie insgesamt sich sehen lassen können. Wichtig ist, dass wir auch ein Streichelgehege wieder einführen, dass heimische Tierarten hier zu Hause sind, dass wir aber auch südamerikanische Welten aufbauen wollen. Und auch da werden so, glaube ich, 1,2 bis 1,8 Millionen investiert. Und wichtig ist, dass im Eingangsbereich auch ein Kiosk da ist, dass man sich dort auch erholen kann, dass man da auch Gespräche führen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die Stadt Grimm und die Region wird was davon haben. Wir wollen natürlich auch an der Autobahn dafür werben, dass dieser Standort jetzt auch eine de facto Zoo hat. Und wir haben ja das Bommerdreieck in der Nähe. Also da wird einiges dann auch an Werbemitteln noch bereitgestellt werden müssen. Aber wer nicht kämpft und nicht wirbt, wird am Ende auch nicht gewinnen können. Meine Damen und Herren, heute ist ein sehr schöner Tag bei Vogelgesang. Und die hören ja alle mit wahrscheinlich. Glaube ich, ist der Stadtvertretung Dank zu sagen, die am Ende auch 1 Million Fördermittel sozusagen aus Eigenmitteln durch die Stadt bereitstellen, auch wenn wir da einige Diskussionen hinter uns haben, aber Diskussionen gehören zum Geschäft. Und Kollege Latendorf hat ja am Ende auch mitgespielt, also von daher auch Herr Latendorf, Sie sind hier sozusagen auch einer der Väter und Mütter, beim Erfolg sind ja alle dabei, die dann am Ende gesagt haben, okay, das ist ein gutes Konzept und dem wollen wir nachgehen. Ich will mich ausdrücklich bei Frau Hübner bedanken, die ja die ganzen Schwierigkeiten immer zu lösen hatte. Es ist ja immer so, der Bürgermeister und der Stadtpräsident verkaufen die guten Dinge. Und wenn was nicht schief läuft, dann muss es unter dem Radar dann geordnet werden. Also Heike, ne, du hast da ja so deine Erfahrung. Vielen Dank nochmal dafür, dass du uns dann so erträgst auch. In dem Sinne, denke ich, ist der Startschuss heute wichtig und ich freue mich, wenn wir dann in den nächsten Jahren, das wird so 3 Jahre mit uns dauern, dann Zug um Zug mit den jeweiligen Verordneten, ich glaube einige, es hat ja gar einige weggelassen, aber grundsätzlich wird es so sein, dass die Bürgerinnen und Bürger hier eine, und die Kinder vor allen Dingen, auch Schulen, den Weg reinfinden sollen, um die Geschichte bis hin zum Saurierpark, der ja auch noch jetzt stehen soll. Also es gibt ja Grabungen, dass in der Nähe von Grimm auch ein Minisaurier, der ja im Pommerschen Museum zu sehen ist, dass man hier dann auch die Urgeschichte nochmal betrachtet. In dem Sinne will ich jetzt aufhören und bitte jetzt um massiven, kräftigen Beifall. Ja. Das hört sich gut an. Das kann auch alle hören.